Doch wer da nicht mitzog, der bekam Ärger. Dabei war es ganz egal, ob man gegen oder mit ihm spielte. Viele Gesichter haben Bekanntschaft mit seinen großen Handschuhen gemacht. Aber nicht nur seine Hände waren bei seinen größten Ausrastern mit im Spiel. Er ist trotz seiner Ecken und Kanten und vielleicht gerade deswegen ist er sehr populär und im Grunde genommen gibt es, glaube ich, viele, die vielleicht denken, ich wünschte, ich könnte auch mal so sein, mal so ausrasten und mal so richtig Gas geben und der Öffentlichkeit zeigen, was ich für ein Kerl bin. Bremen gegen Bayern. Ein Klassiker im goldenen Oktober 2004. Eine Flanke, ein Sprung und dann war plötzlich Kloses Nase schuld. Der Olli Kahn war immer, da habe ich auch gedacht, oh, ob du da jetzt mal hingehst, weil das war ja lebensgefährlich, das muss man ja ganz klar sagen. Also, aber das zeichnet ihn auch wieder aus. Weil es gibt Torhüter, die stehen hinten im Tor, die kann keiner ernst nehmen. Da geht man immer hin, da geht man bei jeder Flanke hin und, als Stürmer und versucht den noch irgendwie zu behindern. Bei Olli Kahn am besten gleich von der Mittellinie schießen, weil gerade in 1 gegen 1 Situationen, wenn man auf ihn zuläuft, das war lebensgefährlich. Schon einige Jahre früher ein weiterer Klassiker, Dortmund gegen Bayern. Da musste man richtig Biss haben, um zu bestehen. Allen voran natürlich Oliver Kahn. Ein überreagierender Torwart, der unter Spannung steht, kann eben auch mal überreagieren und zeigt dann eben Verhaltensweisen, die, ja gut, die unbedingt als Slapstick und Comedy zu bezeichnen sind, die auch im Fußballplatz nicht zu suchen haben. April 13. 1996, Stuttgart gegen Bayern. Der VfB kommt zu einer Torchance. Eigentlich alles vorbei, könnte man meinen, denkste. Olli Kahn sieht sich gezwungen, den Österreicher Andy Herzog etwas wach zu rütteln. Der Grund? Dieser Ballverlust im Mittelfeld. Was für eine Aufregung. Wo er den Andy Herzog von hinten geschüttelt hat, da stand ich 3 Meter daneben. Ich glaube, was ist denn mit ihm jetzt los? Das ist sein eigener Spieler. Ich dachte, vielleicht schüttelt er lieber mich. Aber dann hat er den Andy Herzog geschüttelt, der war völlig geschockt. Ich habe die Fronten gleich geklärt, wie ich nach Bayern kam. Ich habe mit dem Olli über diese Situation gesprochen. Ich habe ihm klipp und klar zu verstehen gegeben, dass er mit mir diese Geschichte besser nicht macht, denn ich hätte sicherlich anders reagiert wie der Andreas Herzog damals. Aber jetzt fragen Sie mich nicht wie, weil das würde ich nicht sagen. Wir hatten ja noch ein kurzes Gespräch da, Andi Herzog und ich, und der hat dann immer gesagt, der ist bekloppt, der ist bekloppt, hat der immer gesagt, also das war schon Wahnsinn. April 99. Derselbe Klassiker wie im Fall Beißattacke Heiko Herrlich. Fast wie ein Balletttänzer, andere mögen sich vielleicht an Karate Kid 2 erinnert fühlen, springt Oliver Kahn dem heranlaufenden Stefan Schapuisa entgegen. Natürlich zeigt Kahn keine Spur von Einsicht. Hat er sich ein bisschen Respekt verschaffen wollen, hat er natürlich auch geschafft. Oliver Kahn hat ab und zu halt einen Dreh dazu, solche Dinge zu machen. Das gehört nicht unbedingt dazu, aber ich finde es nicht schlimm. Was bei Olli auch das Entscheidende ist, wenn es vom Platz runter geht, war er auch Profi, dann wusste er, das Ding ist vorbei. Und er wird auch nicht mehr nachgekartet, sondern das, was in den 90 Minuten passiert, das ist im Endeffekt auch große Show. Und danach ist alles vergessen. Er will es immer noch wissen. Der letzte große Torwart, Oliver Kahn. Der Mann darf sagen, Fußball, das ist meine Leidenschaft. Der Mann darf das mit Fug und Recht behaupten.